Kommen wir jetzt zum zweiten großen Thema, kann man sagen, des heutigen Abends, nach den Vegetariern. Männer und Frauen und die Unterschiede. Ich habe neues, faszinierendes, wissenschaftliches Material für Sie zusammengetragen. Ein Unterschied liegt in der Sprache. Männer sprechen völlig anders als Frauen. Vor allem sprechen Männer anders über Frauen als Frauen über Frauen. Kann also gut sein, dass ein paar Männer zusammensitzen, womöglich ein wenig alkoholisiert, und sinngemäß über eine ebenfalls im Raum befindliche Frau äußern: Ey, guck mal, die mit den dicken Tüten, die geht bestimmt ab wie ein Zäpfchen. Das ist entsetzlich. Ich weiß es, aber ich kann es nicht ändern. Ich habe die Welt nicht gemacht. Männer sprechen manchmal so. Auch Irak, ne, Frau hier, Erde. Männer sprechen auch so anders miteinander. Wenn mich ein Kumpel anruft, dann ist das völlig normal, wenn der sagt: Ey, Jörgi, du perverse alte Mistratte, wie läuft's denn so? Frauen machen das scheinbar nicht. Also, zumindest habe ich meine Frau am Telefon noch nicht sagen hören: Hallo Doris, du verkommenes altes Saufloch, wie geht es dir? Ich denke, man kann sagen, Männer sind sprachliche Kraftmeier. Aber tief drin, im Herzen, da sind sie weicher als Frauen. Auch viel sensibler. Und vor allem sehr viel wehleidiger. Was, Buh, kommt, Jungs, ihr wisst es doch. Wenn uns nicht gut ist, wollen wir schon, dass die Welt es erfährt, oder? Und vor allen Dingen wollen wir nicht, dass irgendjemand das ganze tragische Ausmaß unserer Erkrankung womöglich herunterspielt. Ich bin doch keine Ausnahme. Wenn ich leicht erkältet bin, dann kann man mich sehr treffen, wenn man fragt: Bist du erkältet? Hör mal, wenn du mir eine 5-Minuten-Terrine um den Kopf setzt, die ist aber in 2 Minuten fertig. Oh. In die Nase läuft Marathon. Ich hab sie jetzt mit Komponentenkleber dicht gemacht. An einem Lösungsmittel wird noch gearbeitet. Aber es muss ja weitergehen. Ist schon so. Ich denke, Männer machen einfach mehr Aufhebens um ihre Wehwehchen. Nicht? Okay, Sie nicht. Nee. Gut. Wenn Männer die Tage kriegen würden. Ne? Sie glauben doch wohl nicht, dass wir uns mit einer schlichten Always Ultra begnügen würden. Wir hätten eine halbe Matratze in der Hose, damit es jeder sieht. Was ist los? Hast du wieder die Tage? Gib mir bloß mich. Wo glaubst du, letzte Nacht habe ich gedacht, ich verblute. Und die Guste liegt neben mir im Bett und pennt, als ob nichts wäre. Ich sag: Guste, sag ich,
Werd wach! Fahr mich nach dem Krankenhaus! Ich brauche eine Bluttransfusion! Aber genau so. Und unsere Tampons. Ja, die hätten wir doch nicht unauffällig im Handtäschchen. Da hätten wir doch einen eigenen Golfsack für. Ich habe einen Heidenrespekt vor Müttern, aber wirklich. Ich meine, so ein Kind, kann man sagen, hat ja die Größe eines Fußballs. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ich hätte einen Fußball aus meinem Körperinneren. Durch eine sehr enge, nennen wir es Passage, unter größten Schmerzen ans Licht der Welt gebracht. Ich würde diesen Fußball nie wiedersehen wollen. Nicht mal am Wochenende. Also, wenn Männer schwanger werden könnten, so viel steht fest. Dann könnte man in jedem Kaufhof an der Schuhbar abtreiben. Ja. Ehrlich? Ja. Aber zum Glück geht es ja nicht. Ne? Schon wegen der Bundesliga. Ja, überlegen Sie mal. Hast gelesen, Basler ist schwanger. Schon wieder? Männer sind auch wie Kinder. Wenn wir mit unseren Freunden spielen, kommen wir nie rechtzeitig nach Hause. Zu Hause haben wir erzählt, Schatz, ich bin spätestens um 12 Uhr da. Wann kommen wir? Irgendwann im Mai. Das ist aber kein böser Wille. Es ist einfach so, wann immer zwei oder mehr Männer zusammensitzen, geht das Gefühl für Zeit verloren. Und wenn wir überhaupt anrufen aus der Kneipe, dann sagen wir auch nicht, Schatz, ich sei nicht böse, es ist so nett heute, es wird ein bisschen später. Nein. Es geht anders. Mausi? Hab sie geweckt? Weißt du, wollte vor Stunden schon zu Hause sein. Aber der Rudi, der hat so Probleme. Der braucht unbedingt Angst zum Ausquatschen. Und ich sitze hier auf glühenden Kohlen und stell mir vor, wie schön das wäre, ich jetzt bei dir im Haierbettchen. Meinst du, ich beeile mich auch ganz toll. Hab's dich lieb. Und dann kommt man. Kommt man zum Tisch zurück, ne, und die anderen Jungs sagen, na, was ist? Hat sie gemeckert? Oh, ich hab gesagt, ich kann mich am Arsch lecken. Obwohl Männer normalerweise nicht zur Unwahrheit neigen. Nein, ein Mann würde zum Beispiel nie einen Orgasmus vortäuschen. Ne? Erstens aus ethischen Gründen. Und zweitens bräuchten wir einen Special-Effekt-Mann im Schlafzimmer. Ein Mann würde höchstens einmal flunkern, um der geliebten Partnerin unnötigen Schmerz zu ersparen. Nicht, wenn zum Beispiel die hochschwangere Frau fragt, liebst du mich? Aber natürlich, mein Buckelchen. Wirst du mich immer lieben? Aber selbstverständlich, mein Buckelchen. Bin ich für dich die aufregendste Frau der Welt? Nein, die sitzt in Köln. Ich bitte Sie.
Welcher Mann würde das tun? Man muss einfach im Interesse der Beziehung manchmal die Wahrheit ein bisschen formen. Wenn meine Frau mich auf der Straße fragt, sag mal, findest du die Frau da hinten attraktiv? Ja, da sag ich doch nicht, aua, hallo. Bin ja nicht bescheuert. Ich sage natürlich, Schatzi, wo denkst du hin? Ich hasse schlanke Brünette mit Brüsten, auf denen man Nüsse knacken kann. Sagen Sie auch niemals, meine Herren, ich wiederhole niemals einen Satz wie, also die Katja Riemann ist wirklich eine tolle Schauspielerin. Oh. 3 Jahre später. Sie sitzen beim Essen und sagen, Schatzi, gib mir bitte Salz rüber, der Hackbraten ist ein bisschen fad. Du kannst ja Katja Riemann fragen, ob du verdient hast. Ich habe das Gefühl, Frauen haben einfach einen emotionaleren Angang an das, was wir oft so salopp Realität nennen. Ich gehe ja in einen ökumenischen Frisiersalon. Ja, wo Männer und Frauen bedient werden. Da sehe ich ja die Frauen, wie sie warten, ne, mit diesen Staniolhäubchen, wo sie die bunten Büschel rausgucken, ne, wie die Aliens, sehen sie aus. Und da lösen sie doch immer in diesen Frauenzeitschriften diese Psychotests. Ne? Bin ich ein aufregendes Wesen? Und dann macht man doch so Kreuzchen in so Kästchen. Ne? Ning, 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 ning. Gucken Sie hinten die Lösung nach. Ne? Und ändern vorne alles wieder um. Ja. Und weil es auch sehr putzelig ist, wenn man im Kino ist. Die Vorstellung hat schon begonnen und eine Frau muss nochmal auf die Toilette. Dann ist sie anschließend nicht in der Lage, ihre Sitzreihe wiederzufinden. Meine auch nicht. Und da hört man auch immer dieses gebrüllte Flüstern, ne? Jürgen! Ja, ich melde mich nicht. Ne? Nein, ich habe keine Lust, dass die Leute denken, dass ausgerechnet meine Frau zu blöd ist, ihre Reihe wiederzufinden. Und ich bin ja nicht der einzige Mann, der so denkt. Ne? Ständig laufen ja 5, 6 Frauen den Gang rauf und runter. Jürgen! Stefan! Und ein Mann. Sascha!